Nachmittagsnachrichten. London. Das Kabinett hat in seiner heutigen Frühsitzung beschlossen, eine königliche Kommission zur Untersuchung der Vorwürfe einzusetzen, die in letzter Zeit von Presse und Opposition gegen angebliche Versäumnisse in unserer Spionageabwehr erhoben worden sind. Gentlemen, der Ernst der Lage erfordert es, alle Rücksichten fallen zu lassen. Es geht schon lange nicht mehr um das Prestige unseres Geheimdienstes. Es geht um die Sicherheit der Nation. Als alter Soldat würde ich sagen, wir stecken in der mörderischsten Nun ja, Sie wissen, was ich meine. Sie wissen, wie ich diese Schmierfinken von der Presse verachte. Heute bleibt mir aber leider nichts anderes übrig, als mit dem Leitartikler der Times unseren Abwehrchef zu fragen, was gedenkt unsere Abwehr zu tun? Was schlagen Sie vor, Sir Gerald? Ich schlage vor, die Fenster zu verdunkeln. Ich möchte Ihnen einige Fotos zeigen. Paddy, die Vorführung bitte. Das Foto, das Sie jetzt sehen, ist unter enormen Schwierigkeiten aufgenommen. Es stellt die größte Bedrohung unserer nationalen Sicherheit seit Hitler und Klaus Fuchs dar. Es ist Ivo Marmion. Pardon. Dieses Foto stammt noch aus unserem letzten Skandal. Paddy! Entschuldigung, Sir. Das ist nun wirklich Ivo Marmion, 55 Jahre, amerikanischer und Schweizer Pass, Herkunft unbekannt. Die größte Bedrohung unserer nationalen Sicherheit seit Hitler und Klaus Fuchs. Sein Vermögen wird auf etwa 100 bis 150 Millionen Dollar geschätzt. Seinen Steuererklärungen zufolge wird er allerdings bald der öffentlichen Fürsorge zur Last fallen. Spion müsste man sein. Irrtum. Ivo Marmion ist kein Spion. Ja, was denn sonst zum Teufel? Etwas weit Schlimmeres. Weltverbesserer. Ist ja gemeingefährlich. Sofort einsperren. Was bringt Sie auf die Schnapsidee, Sir Gerard, uns diesen Weltverbesserer als die größte Bedrohung seit Hitler und Klaus Fuchs zu präsentieren? Die Tatsache, Sir, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit alle Verratsfälle der letzten Jahre auf diesen Mann zurückführen können. Er handelt mit Staats- und Militärgeheimnissen. Mit den Russen, den Chinesen, den Amerikanern und mit uns. Er kauft und verkauft zu Spitzenpreisen. Er will, wie er sagt, das Gleichgewicht des Schreckens erhalten, um den Weltfrieden zu sichern. Und sein Hauptlieferant ist? Die Regierung Ihrer britischen Majestät, ja. Ich frage Sie zum letzten Mal, was gedenken Sie gegen diesen skandalösen Zustand zu tun? Sie fragen mich zum ersten Mal, Sir. Sehr einfach. Ich gedenke, ihn zu beenden. Und zwar in genau 10 Stunden und 17 Minuten. Ivo Marmion ist heute früh um 7 Uhr von New York nach London abgeflogen mit Jet 377 International Airlines. Wir werden Ivo Marmion um 10.30 Uhr abends im Eldorado Apartment des Hotel Excelsior beim Ankauf neuesten Geheimmaterials aus unserer Raketenabwehr in flagranti überraschen, festnehmen und für alle Zeiten unschädlich machen. Wer ist hier Schiedsrichter? Shisha! Und wer hat immer recht auf einem englischen Rasen? Tommy, wer hat recht? Wir, Sir. Mrs. Davis erwartet Sie dringend, Sir. Mhm. Weiterspielen. Haben Sie schon böse Vorzeichen für den heutigen Tag entdecken können? Und deswegen lassen Sie mich holen. Seit 17 Jahren stellen Sie mir an diesem Tag die gleiche Frage. Und seit 17 Jahren haben wir den Schulgründungstag überlebt. Sie sind nur der Direktor dieses Internats. Nur? Aber ich bin der Stiftung für die Kosten verantwortlich, die dieser verdammte Schulgründungstag uns beschert. Das sind, einen Moment, das sind in 17 Jahren 111 Fensterscheiben, 41 Glühbirnen, 75 große und kleine Teller und sogar 8 Nachttöpfe.
Da wir diese sowieso abschaffen wollten, ist der Verlust nicht sehr erheblich. Und in 17 Jahren ist das A pro Jahr nicht sehr viel. Und B hat das Kuratorium nicht ein einziges Mal Schwierigkeiten gemacht, diese unvorhergesehenen Ausgaben zu bewilligen. Denn C kennen die Väter diesen Tag aus ihrer Jugend. D aber, und das scheint mir doch pädagogisch diese Tradition zu rechtfertigen, ist es rentabler. Die Jungs toben sich an einem Tag im Jahr aus, und man kennt diesen Tag, als dass sie täglich Dummheiten im Kopf haben. Ich habe persönlich Angst, Mr. Dodd. Ich habe den Jungs in diesem Jahr dreimal sonntags den Nachtisch gestrichen. Wenn sie nachtragend sind... Mrs. Davis, A, stehen Sie unter meinem persönlichen Schutz, und B, ja, werde ich die Klassen heute den ganzen Tag über Fußball spielen lassen, damit sie abends alle todmüde ins Bett fallen. Die Nation kann wieder ruhig schlafen. General Hornblow dagegen dürfte eine schlaflose Nacht haben. Der alte Hysteriker hat einen Sündenbock gesucht. Es ist im Abwehrgeschäft wie beim Bridge. Man soll nie von Sieg sprechen, bevor nicht die letzte Karte auf dem Tisch liegt. Ja, sehr richtig. Hallo, Mr. Parker. Ein Telegramm für St. Gerard. Was, schon das erste Glückwunsch-Telegramm? Herz. Ach, Telegramm. Wo bin ich? Hier. Kleine Unpässlichkeit. Nichts ernst nehmen. Pardon. Hallo, Miss. Meine Quittung. Ja, ja. Man soll nie vom Sieg sprechen, bevor... nicht die letzte Karte auf dem Tisch liegt. Ach. Hornblow, die Presse, ein Skandal ohne Beispiel. Eine schlichte Katastrophe, Sir. Diese Bemerkung können Sie sich als Untertreibung der Woche prämieren lassen. Keine Hoffnung, was? Nicht die geringste, Sir. Jet 377, der International, Stop. Absturz gegen 11 Uhr, Greenwich Zeit, 100 Meilen von Labrador, Stop. 74 Passagiere, 8 Mann Besatzung, Stop. Keine Überlebenden. Stop. Ist die Nachricht schon raus? Ist für Presse und Funk gesperrt bis heute Nacht. Das gibt uns also Zeit bis morgen früh. Zeit? Wofür? Um mein Abschiedsgesuch etwas sorgfältiger zu formulieren. Darf ich Sie etwas fragen, Sir? Sie dürfen immer, Miss Parker. Ihr Sohn Tommy besucht doch ein Internat in Somerset. Ja, Carterly Lovell, leider. Sie sollten Ihren Sohn beglückwünschen, Sir. Miss Parker! Sir. Erst vorige Woche hat mir sein Direktor mitgeteilt, dass Tommy die größten Aussichten hat, zum zweiten Mal sitzen zu bleiben. Seine Leistungen in Geschichte und Chemie sind so, dass das herkömmliche Notensystem zu ihrer Beurteilung nicht mehr ausreicht. Sie sollten ihm trotzdem gratulieren, Sir. Schauen Sie sich das einmal an. Das ist er. Wer? Mr. Dodd. Ach, der Doppelgänger. Wessen Doppelgänger? Marmions Doppelgänger, Sir. Sie erinnern sich, vor etwa 3 Jahren. Donnerwetter, ja, die Ähnlichkeit ist allerdings enorm. Sie wollen doch wohl nicht im Ernst vorschlagen, dass wir diesen Dodd heute Abend als Marmion ins Excelsior schicken? Mhm. Laien und Amateure. Sie unterstellen sehr richtig, dass ich diesen Pauker zum Teufel wünsche, weil er Tommy wieder durchfallen lässt. Aber ihn deswegen zu einem Rendezvous mit den gefährlichsten Gangstern Londons zu schicken? Warum sollte sich der Mann darauf einlassen? Halten Sie ihn für so naiv? Ich halte ihn für einen Patrioten, Sir. Ja, Patriotismus und Naivität passen allerdings glänzend zusammen. Aber die Haare stimmen nicht. Die Haare bringt unser Friseur in 5 Minuten hin. Fragt sich nur, ob sich Mr. Dodd auf Ivor Marmion umfrisieren lassen will. Chancen stehen 1 zu 100. 1 zu 1000, würde ich sagen. Aber was haben wir noch zu verlieren? Ich nur meine Stellung. Turdy eventuell die Beförderung, Sie gar nichts. Aber dieser Pauker da, sein Leben. Halten Sie das für fair? Sir, es geht hier um die Sicherheit Englands. Ich habe schon immer gewusst, dass unser Beruf den Charakter verdirbt. Ihr Vorschlag ist sehr amoralisch. Versuchen wir es. Ah ja, also die halbe Marke in Schlitz. Lass mir keine Klagen kommen, Buddy. Kein Lärm, keine Scherben, ganz friedlich.
und kapiert bloß. Ja, und wenn der Miller frech wird? Dann lass ihn einfach stehen, verstanden? Okay. Ah. Ihren Ausweis, bitte. Was? Ah. Bitte. Howard ist da. Wer ist diese Type? Diese Type ist Buddy. Nicht so nervös, Mr. Miller. Yep. Ein lieben Gruß von Ronnie Howard. Einen doppelten Whisky ohne für mich und einen für Mr. Miller. Mein Boss hat mir nahegelegt, mich heute besonders artig und friedlich zu benehmen. Wollen Sie behaupten, Mr.? Nennen Sie mich ruhig Buddy. Also, Mr. Buddy, wollen Sie behaupten, dass Howard Sie mit seiner Vertretung beauftragt hat? Ihr Scharfsinn ist wirklich atemberaubend. Das ist eine Beleidigung. Ja, genau so war es auch gemeint. Liefern Sie das Ding ab. Wie viel haben Sie noch von der Sorte? Jetzt nur nicht die Nerven verlieren, Mr. Miller. Ich weiß, dass Sie eine Fliege im Flug treffen. Jetzt kommen wir zur Sache. Mein Boss lässt Ihnen sagen, dass Sie Ihre dreckigen Finger aus unserem Geschäft mit Marmion rauslassen sollen. Was ist Ihnen meine Zurückhaltung wert? Nichts. Genauer gesagt, den Whisky, den ich Ihnen eben angeboten habe. Wir liefern an Marmion gegen Barschek und wir möchten dabei nicht gestört werden. Das ist ein... Oh, Verzeihung. Ja. Das ist ein sehr frommer Wunsch. Und wer sollte uns dabei stören? Na, zum Beispiel die Polizei? Und wer sollte wohl die Polizei verständigen? Na, zum Beispiel ich. Es sei denn, wir verständigen uns. Sehen Sie, Marmion verkauft ihr Material doch weiter an die Russen. Wir würden es direkt kaufen. Den Zwischengewinn könnten wir uns teilen. Mein Boss kann Petzer, die zur Polente laufen, auf den Tod nicht ausstehen. Die sieht er am liebsten schön auseinandergenommen, in Zementsäcke eingenäht auf dem Grund der Themse. Also mischt euch da raus, aber Dalli. Toni noch Zimmerkellner im Excelsior? Ja. Er kann sich ein paar Pfund extra verdienen. Er soll sich bei mir melden heute Abend. Um 7. Zimmer 103. Ach, ich hätte lieber mein Abschiedsgesuch schreiben sollen. Dazu haben Sie doch immer noch Zeit, wenn er Nein sagt. Was haben Sie denn? Hunger. Die werden wohl heute auch nicht zum Mittagessen kommen. Und das auch noch. Ein schlimmer Tag. Halle? Mm-mm. Picknick. Oh, wie können Sie jetzt an Picknick denken? Nicht jetzt, wenn Sie mit Mr. Dodd zurückkommen. Und wenn ich ohne ihn zurückkomme? Na, dann Mahlzeit. Mahlzeit. Und viel Glück. Wenn Sie bis zum Ende der Stunde warten. Wenn Eltern schon unangemeldet kommen, dann sprechen Sie die Lehrer in der Pause. Ich möchte auch gerade heute am Schulgründungstag die Jungs nicht ohne Aufsicht lassen. Ach, heute ist Schulgründungstag? Ja. Ich hab's total vergessen. Wir können diesen Tag leider nicht vergessen. Gerald, ich verbitte mir das. A ist in diesem Hause meine Aufgabe zu strafen und B ist es noch gar nicht bewiesen, dass Tommy der Attentäter war. Und C ist heute Schulgründungstag.
Da sehen Sie es. Er war es. Mrs. Davis, hat sich Sir Gerald angemeldet? Nein. Bitte? Was kann ich für Sie tun? Wenn Sie wollen, eine ganze Menge. Sir, seit Sie sich das letzte Mal nach Tommy erkundigten, hat sich nichts geändert. Tommy könnte, wenn er wollte, aber er will nicht. Lieber verehrter Mr. Dodd, der Grund meines heutigen Besuchs ist ungleich wichtiger. Wichtig hin, wichtig her, hier in diesem Hause sind wir gerecht. Und wenn ein Schüler versagt, hilft auch die Stellung des Vaters nichts. Das wäre ja ein Skandal. Okay. Sir, ich weiß aus den Schulakten, dass Sie auch kein hervorragender Schüler waren. Aber was sind Sie für ein Mann geworden, Sir Gerald? Ein Produkt dieses Hauses. Mr. Dodd, bitte kommen Sie mit mir nach London. Was ich mit Ihnen zu besprechen habe, kann nicht hier besprochen werden. Was man hier nicht mit mir besprechen kann, kann man nirgendwo mit mir besprechen. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. A, weiß ich das und B, will ich davon nichts wissen. Mr. Dodd, ich möchte alles in Ruhe mit Ihnen besprechen. Die haben wir hier, Sir. Und in London kann ich Ihnen auch nur sagen, Tommy wird dieses Jahr nochmal machen müssen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, das haben Sie. Auf Es handelt sich um ein Staatsgeheimnis erster Ordnung. Sie sind hiermit zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet. Sie werden jetzt Mrs. Davis sagen, dass Sie mich nach London begleiten. Wenn sie fragt, warum, so sagen Sie, es treffen sich ein paar ehemalige Schüler. Bin ich verhaftet? Verhaftet? Aber Mr. Dodd, die Regierung Ihrer Majestät möchte Sie um etwas bitten. Kann mich Ihre Majestät nicht morgen bitten? Morgen ist alles zu spät. So dringend braucht mich Ihre Majestät? Mr. Dodd! Mr. Dodd! Mrs. Davis, ich fahre mit Sir Gerald nach London. Wir haben ein Treffen ehemaliger Schüler. Wann bin ich zurück? Das hängt ganz von Ihnen ab. Oh, das hängt von mir ab. Dann bin ich bald wieder da. Aber Sie werden mich doch nicht allein lassen heute am... Über allem steht der Staat. Bitte. Bin ja in Ihrer Gewalt. Gewalt, aber was für ein hässliches Wort. Die englische Politik kommt immer ohne Gewalt aus. Meine Mitarbeiterin Miss Parker. Grace Parker. Lancelot Dodd. Fein, dass Sie mit uns nach London kommen. Nehmen Sie Platz. Machen Sie sich doch bequem. Okay. Miss Parker. Mr. Dodd. Wissen Sie eigentlich, was der Vater meines Schülers Tommy von mir will? Hat Ihnen Sir Gerald das nicht gesagt? Mr. Dodd, sagt Ihnen der Name Ivor Marmion etwas? Marmion? Marmion? Vielleicht bringt Sie das auf die Spur. Ach ja, natürlich. Was ist ja der Mann? Sein Charakter steht ihm ja auf der Stirn geschrieben. Diese eng beieinander liegenden Augen. Mr. Dodd, ich möchte Sie fairerweise darauf aufmerksam machen. Dieser verkniffene Mund, diese merkwürdige Nase. Das Foto stellt Sie selbst dar. Ach so, mich? Ja, tatsächlich. Naja, etwas muss mich irritiert haben. Ich trug nämlich damals keinen Schnurrbart, wissen Sie? Marmion trug damals auch keinen. Ja, offenbar nicht. In den Zeitungen hieß es damals Marmions Doppelgänger. Sagen Sie, wie kam es eigentlich dazu? Ach, das war vor etwa 3 Jahren. Ah, ich war damals im Excelsior, um an einer Versammlung von Mittelschullehrern teilzunehmen. B, als ich aus dem Taxi stieg, da eilten so ungefähr 6 Herren auf mich zu und brachten mich in einen großen Salon, stellten mich ungefähr 50 wildfremden Menschen vor, schenkten mir pausenlos Whisky ein. Schon dies macht ja an und für sich klar, dass es sich nicht um einen Kreis von Mittelschullehrern handeln konnte. Als ich den Irrtum aufklären wollte, da traf C dieser Mr. Marmion ein. Ja, das war das Foto. Ich lese leidenschaftlich gern Kriminalromane, dadurch habe ich auch eine gewisse Fähigkeit des Kombinierens erworben, was meinen Jungs oft gar nicht gefällt. Finden Sie das so komisch? Im Augenblick verstehe ich nämlich gar nichts, Sir Gerald. Ja, darf ich mal etwas? Wir wollten Sie nämlich um eine kleine Gefälligkeit bitten. Ja. Wie sieht denn diese kleine Gefälligkeit aus? Dieser Marmion ist nicht ganz normal.
Ich würde sagen, ein bisschen wunderlich. Was ist denn bitte das Wunderliche an Mr. Marmion? Der Weltfriede. Oh, das finden Sie wunderlich? Die Methoden, mit denen er ihn herbeiführen will? Ja. Er kauft dem einen Land militärische Geheimnisse ab und verkauft sie einem anderen. Er nennt das das Gleichgewicht des Schreckens herstellen. Mhm. Noch einen Tee, bitte. Ihnen wird der Tee nicht mehr schmecken, wenn Sie hören, dass er hauptsächlich britische Militärgeheimnisse kauft und verkauft. Nein, das ist ja... Und Sie wissen nicht, wo... Natürlich wissen wir, wie er an das Material kommt. Er zahlt zwischen 50 und 100.000 Pfund für jede Information. Diese Leute mit dem Geld rumschmeißen? Wem hat denn Mr. Marmion diese gewaltigen Summen gezahlt? In zwei Fällen einem Mr. Howard. Verhaften? Einfach verhaften? Natürlich. Wenn wir die Herren Marmion und Howard in flagranti bei einem Geschäft erwischen, wir müssen die Quelle finden, aus der das Material kommt. Verstehen Sie? Natürlich verstehe ich. Aber wenn Ihre Leute nicht zuverlässig sind, dann müssen Sie entlassen. Zuverlässigkeit ist alles. Moment, Moment. Wir wissen, dass Marmion heute Abend mit diesem Mr. Howard verabredet ist. Sie wollen das dritte Geschäft dieser Art tätigen. Aha, aber Sie wissen nicht wo. Doch, um 10 Uhr im Hotel Excelsior. Ja, gratuliere. Also wie gesagt, verhaften. Einfach verhaften. Genau so war es geplant. Ist was schiefgegangen? Der Tee schmeckt nicht. Aber Sir, der beste, den ich je getrunken habe. Marmion kam heute früh ums Leben. Das Flugzeug aus New York stürzte ab. Keine Überlebenden bei der Katastrophe. Und Marmion saß drin? Ja, ich glaube, darum erzählt es Ihnen Sir Gerald. Das ist eine Katastrophe. Das muss ich sehr getroffen haben. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Sie sehen ein, dass diese Begegnung unter allen Umständen stattfinden muss. Ja, vollkommen, aber nachdem Mr. Marmion tot ist, was Sie sehr glaubhaft darstellten, kann ich mir nicht gut vorstellen, wie diese Nein. Meine Herrschaften, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich mich jetzt verabschiede. Sie haben Ihre Sorgen, ich habe meine. Nein, nein, Sie wissen ja auch, heute ist Schulgründungstag. Bleiben Sie! Sie gehen statt Marmion zu der Verabredung. Das ist doch verrückt. Die Idee stammt von mir. Oh, pardon, ich meinte ja auch nur, das würde keine 5 Minuten gut gehen. Und warum nicht? Na ja, zugegeben, zwischen mir und dem Verblichenen besteht eine gewisse Ähnlichkeit, aber dieser andere Mann, wie hieß er denn noch? Howard. Ja, dieser Howard, der würde doch sofort merken, wenn ich den Mund aufmache, dass ich ein anderer bin. Aber warum denn? Die beiden haben bisher nur über Mittelsmänner verhandelt. Vielleicht kennt er das Foto, aber das hat doch sogar Sie selbst unsicher gemacht. Ja, aber bedenken Sie doch, A, meine Art und B, mein ganzes Auftreten und C, sehe ich denn aus wie ein Multimillionär, der gefährliche Geschäfte macht? 10 Minuten sind alles, worum wir Sie bitten, ja. Verehrter Mr. Dodd. Ja, Mr. Dodd. Sie. Ja. 10 Minuten? Ja. In diesen 10 Minuten muss eine einzige Sache entschieden werden, der Preis. Zahlen Sie Howard, was er verlangt. In meinem Programm sind Millionengeschäfte nicht unterzubringen. Was ist denn dieser Mr. Howard eigentlich für ein Mensch? Oder ist gewissermaßen... Er ist jedenfalls intelligent, ja. Sonst würde er sich nicht seit Jahren in diesem harten Geschäft behaupten. So. Ja, Erpressung, Rauschgifthandel, Waffenschmuggel... Spionage. Auch, Mord? Miss Parker. Mr. Dodd fragt, auch Mord? Oh, die Möglichkeit, dass er eine Waffe bei sich trägt, ist nicht von der Hand zu weisen. Sehr interessant, ne? Was denn für eine? Na, no, wir wollen uns doch jetzt damit nicht aufhalten. Diese Einzelheiten. Diese Einzelheiten? Aber auch nur einen einzelnen Kopf, ne? Sind Sie sich eigentlich klar darüber, vor welche Wahl Sie mich stellen, Sir? Ich könnte A, jetzt in die Schule zurückfahren, dort meine Pflichten erfüllen und mir abends bei einem Whisky oder zwei das Fußballspiel England-Italien ansehen. Oder ich könnte B, Ihrem Wunsche nachkommen. Und das heißt, einen Abend im Excelsior verbringen.
Ja. Einen lebensgefährlichen. Können Sie das verantworten? Ein Patriot. Sir, der einzige Grund, der zu allen Zeiten Menschen davon abgehalten hat, Gift zu nehmen, ist nicht, dass es tötete, sondern dass es schlecht schmeckte. Wie kommen Sie denn darauf? Oh, Nietzsche, deutscher Philosoph, 1844 bis 1900. Menschliches, allzu menschliches. Die Deutschen machen doch aus jedem Ding ein Problem. Ja, um es klar und einfach zu sagen, ich bin nicht feige, aber die Chancen zu überleben sind mir zu gering. Ich gehe nach Hause. Wann Sie nach Hause gehen, bestimme ich. Sie kommen mit mir. Entschuldigen Sie, das ist kein Misstrauen, Mr. Dodd. Aber solange Sie sich noch nicht entschieden haben, dürfen Sie nicht sehen, wohin wir fahren. Entschuldigen Sie bitte. Ungeheuer interessant. Was bedeuten denn die vielen Lichter? Das sind die Orte, an denen Leute von uns arbeiten. Wo? Überall? Selbstverständlich. Überall. Cooper? Smith? Ball? Sir, in Moskau ist es dunkel. Was ist denn los? Sind die hochgegangen? Was ist da los in Moskau? Das Licht ist aus. Cooper hatte Nachtdienst. Mr. Cooper, irgendwas Neues aus Moskau? Aus Moskau nichts Neues. War heute Vormittag ein Kabel aus Moskau? Kein Wort. Ich habe das mit Moskau wieder in Ordnung gebracht. War nur ein Wackelkontakt. Vielen Dank, Mr. Dodd. Bitte, bitte. Verpflichtet Sie zu nichts. So, meine Herrschaften. Was halten Sie davon? Ja, das ist unsere Ostküste. Und sonst sehen Sie nichts? Doch, da und da und hier eine Menge Einzeichnungen, aber ich gestehe, ich weiß nicht, was sie sollen. Diese ganzen Kreise hier bezeichnen exakt die Standorte aller unterirdischen Raketenabschussrampen an der Ostküste. 25 im Ganzen. Mr. Dodd,
Was Sie hier sehen, ist die erste Verteidigungslinie unseres Landes. Das größte Staatsgeheimnis. Legen Sie das um Gottes Willen sofort wieder in den Tresor. Es ist nicht mehr so eilig, Mr. Dodd. Die Karte ist fotografiert worden. Aber warum erlauben Sie das und wie, woher wissen Sie das? Diese Karte ist aus einem Material hergestellt, das genau erkennen lässt, wenn es fotografiert wurde. Fabelhaft, was, diese Technik? Ja, aber von wem denn? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Mr. Howard heute Abend dieses Foto an Mr. Marmion verkaufen will. Und wenn er es verkauft, dann sind diese ganzen kostbaren Verteidigungsanlagen ab morgen ohne Wert. Schrott! Sir Gerald. Mr. Dodd? Meine Bitte klingt in Ihren eigenen Räumen etwas ungewöhnlich, aber würden Sie mich für ein paar Minuten allein lassen? Selbstverständlich. Aber mit dem größten Vergnügen, Mr. Dodd. Dunkel genug. Sind Sie sicher, dass das eine Wirkung hat? Absolut. Den Mann kenne ich jetzt wie meine Westentasche. Moment, bitte. Ja, in Ordnung. Ich stehe Ihrer Majestät zur Verfügung. Kann ich einen Whisky haben? Diese verdammte Glatze war ein großes Opfer. Ja, welcher Mann trägt schon gerne Glatze? Jetzt ist Schluss, meine Herren, ich protestiere, der Schnurrbart bleibt. Sehen Sie hier, Mr. Dodd, Marmion hat keinen Schnurrbart. Ja, und ich habe einen. Hat ja über 6 Wochen gedauert, bis der soweit war. Die Übergangszeit war scheußlich. Kam damit aus den Ferien zurück. Die Jungs haben sich sehr gewundert. Nein, der Schnurrbart bleibt. Sir Gerald hat gesagt, niemand darf je erfahren. Darf ich vor dem Friseur offen sprechen? Sprechen Sie ruhig. Ja. Niemand darf je erfahren, was heute Abend passiert. Na, dann sagen Sie mal, A, wie komme ich denn über Nacht zu einer Glatze? B, wo habe ich meinen Schnurrbart gelassen? Und C, das Wichtigste, wie soll ich das meinen Jungs erklären? Sir, soll ich so vor meine Jungs treten? Wo bin ich denn da hineingeraten? Oder könnten Sie vielleicht angesichts der Tatsachen sich dazu verstehen, dass ich meinen Jungs mit ein paar Worten erkläre, welche Rolle ich in dem gefährlichen Spiel hatte? Das würde meine Aufgabe in der Schule riesig erleichtern. Aber erst muss der Bart weg. Bitte ein Kompromiss, ja? Die Mitte bleibt. Mr. Dodd, haben Sie sich doch nicht so. So schön ist der Schnurrbart auch wieder nicht. Der passt natürlich nicht in jedes Gesicht. Na. Nicht nur als Privatmann,
Moskau als Geschichtslehrer würde ich sagen, das Ding muss weg. Bravo. Wer mal einen Schnurrbart getragen hat, wird mir bestätigen, nackt. Sehr nackt. So. Wollen wir jetzt bitte anfangen? Danke. Bitte. Mr. Dodd, Sie landen um 20.30 Uhr. 20.30 Uhr. Ihre Maschine startete früh 9 Uhr amerikanischer Zeit in New York. Von der Zollabfertigung fahren Sie direkt ins Hotel. 9 Uhr früh New York, Zoll. Wann muss ich am Flugplatz sein? Ach, überhaupt nicht. Purdy erklärt Ihnen jetzt nur der Reihe nach, was Sie wissen müssen. Ich höre. Mr. Marmion reist immer mit kleinem Gepäck. Wo er hinkommt, hat er deponiert, was er braucht. Dieses ist ein Aktenkoffer, den gibt er nie aus der Hand. Und dieses ist ein Hut. Wo wohne ich denn in New York? New York 2, Park Avenue 471. Teure Gegend, nicht? Marmion ist sehr reich. Hier Ihr Flugbillett. Ihr Pass. Donnerwetter, der Mann ist aber in der Welt herumgekommen. Ihre Brieftasche? Ein Taschenmesser mit Schraubenzieher und kleiner Säge. Oh ja. Praktisch. Wo kriegt man sowas? Aber bitte, das schenken wir Ihnen. Ja, danke. Danke sehr. Halt, halt, in die linke Hosentasche. Da trage ich ja mein Portemonnaie. Heute tragen Sie gar keins. Marmion zahlt nur per Scheck. Auch Trinkgelder? Er gibt keine. Hier, diese Würfel tragen Sie auch in der linken Hosentasche. Marmion ist eine Spielernatur. Ja, lässt sich denken. Bitte jetzt mein Jackett, ich muss das ja alles verstauen. Moment, Moment, erst die Weste. Bitte schön. Nein. Oh, die ist aber schwer. Kugelsicher. Ja, Kugel. Kugel. Jetzt wird's aber ungemütlich. Kann ich einen Whisky haben? Vorsicht mit Alkohol. Um diese Zeit. Um Gottes Willen, die Uhr. Marmion trägt eine alte Zwiebel. Oh, alte Zwiebel. Schauen Sie her. Hier kann man den Wecker stellen. Wozu das? Damit Sie es mal hören. Sie betreten das Apartment um 9.30 Uhr. Marmion lebt auf die Minute pünktlich in die rechte Hosentasche. Und jetzt kommt das Jackett. Die Schecks stecken in der linken Innentasche. Sie tragen bereits die Unterschrift von Marmion. Mr. Howard kennt seinen Namenszug von den beiden anderen Geschäften. Decken Sie die Unterschrift geschickt ab und schreiben Sie den Rest mit Blockbuchstaben. Primitive Schrift, dieser Mann. Howard will Geld von Ihnen, viel Geld. Wie hoch kann ich ihn gehen? Sie schreiben jede Summe, die er verlangt. Ich denke, Marmion ist sparsam. Nicht, wenn es um Geheimdokumente geht. Oh, Jackett ist ganz leicht. Ja. Billiger Stoff, nicht? Mein Anzug wiegt mindestens das Vierfache. Allmählich begreife ich, wie man Milliardär wird. A, keine Trinkgelder, B, billige Anzüge, C, Wecker. Fabelhaft. Machen Sie weiter. Also, Sie betreten das Excelsior durch den Hintereingang. Dort empfängt Sie ein Herr mit dunkelrandiger Brille, das ist Mr. Blend. Mr. Blend? Der Empfangschef. Er trägt eine weiße Nelke im Knopfloch, eine Sache, die Mr. Marmion nicht leiden kann, weil er Blumen für Luxus hält. Marmion hat ihm die Nelke, wenn er schlecht gelaunt war, schon herausgerissen. Rausgerissen? Und was soll ich heute machen? Was Sie wollen. Marmion reagierte auch immer anders. Sagen Sie diesem Mr. Blend sofort, dass Sie für niemanden zu sprechen sind. Niemand zu sprechen? Außer für unseren Mr. Howard natürlich. Howard natürlich. Mr. Blend führt Sie in Ihr Apartment. Dort werden Sie circa 30 Minuten Zeit haben, bis Howard kommt. Howard kommt. Ah ja, noch eine Kleinigkeit. Sollten Sie etwas zu essen bestellen? Kein Fleisch. Kein Fleisch. Marmion ist Vegetarier. Auch das noch. Dann will ich jetzt gehen. Moment, Moment. Wir müssen Sie doch erst noch mit Ihrem Apartment vertraut machen. Sie werden sich ja völlig allein zurechtfinden müssen. Was? Sind Sie nicht im Excelsior? Nein, nein. Solche Risiken können wir nicht eingehen. Ja, das heißt, ich werde ganz allein sein? Aber wir werden mit Ihnen in Verbindung sein. Wir beschatten Sie natürlich.
beruhigt mich. Unser Verbindungsmann wird ganz in Ihrer Nähe sein. Na, das ist schön. Darf ich fragen, wer? Nun, das kann der Etagenkellner oder der Hausdiener sein. Die Person wird sich Ihnen rechtzeitig zu erkennen geben. Schön. Werde ich auf ein Zeichen warten. Ah ja, noch etwas sehr Wichtiges. Dieser Morgenrock ist typisch für Marmion. Er trägt nur gepunktet, sobald er sein Zimmer im Hotel betritt. Nur gepunktet? Ja. So, und nun lasse sich von Purdy noch die Räume ihres Apartments erklären. Alles okay, Tony? Mhm. Aber teuer. Wir sind heute nicht kleinig, Tony. War dein Kollege mit 5 Pfund zufrieden? Erst mit 10. Hier sind 20. Vielen Dank. Um 9:30 kommt Marmion. Eine halbe Stunde später Howard. Mhm. Und dann kommen Sie und wir machen beide fertig. Erstens machen wir niemanden fertig und zweitens kommt Howard nicht allein. Hallo. Schon mal was von Buddy Herman gehört? Der Gorilla? Fixer Junge. Hat einen sechsten Sinn. Sieh dich vor. Halt die Augen auf und ruf mich, wenn das Geschäft erledigt ist. Wenn Howard dann Marmion verkauft hat. Genau. Mr. Miller, kann ja ein bunter Abend werden. Sieht ganz nett aus. Wir haben das Apartment ganz nach Ihren Wünschen renoviert. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ja, werden wir gleich sehen. Sie werden es nie zu etwas bringen. Mr. Marmion, Sie sagten noch beim letzten Mal, wenn schon Blume, dann Chrysantheme. Mhm. Naja, aber wenn schon Chrysantheme, dann Frack, ne? Wie Sie wünschen, Mr. Marmion. Ist gut. Ich erwarte um 10 einen Mr. Howard, den will ich sprechen, sonst niemanden. Mache Sie persönlich für jede Störung verantwortlich. Es ist mir eine Ehre, Sir. Na, Ehre hin, Ehre her. Passen Sie auf. Jawohl. Keine Blumen. Gut. Verzeihung, Mr. Marmion. Hier, bitte. Endlich fertig. Ich habe zuverlässige Handwerker aus Marseille kommen lassen, wie Sie wünschten. Pardon. Na ja, das hübscher drin. Sehr gut. Ausgezeichnet. Aber zu den Laden. Sehr wohl. Ich weiß gar nicht, was die da reden. Ja, sehr schön, aber sagen Sie mal eins, Mr. Blind, wozu brauche ich 4 Betten? Nun, falls sich telefonisch unerwartet Besuch ansagt. Mhm. Wie viel erzählen Sie auch für ein seriöses Hotel? Ja. Tja. 4 Betten und ein Bad, aber Fernseher haben Sie nicht, was? Na, selbstverständlich. Bitte, Sir. Da kommt nachher das Fußballspiel England-Italien. Das möchte ich mir ansehen. Ja. Nee, rechts, bitte. Fußball. Zur Entspannung, B. Na. Wenn Sie noch einen Wunsch haben, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Gute Nacht, Blend. Gute Nacht, Sir. Mr. Marmion. Entschuldigen Sie bitte, darf ich Ihnen die Tasche abnehmen?
Lesen Sie das da drauf. Ja, Fräulein, ja bitte ein Ferngespräch. Courtney Lovell 229. Ja. Herein. Bitte dringend. Danke. Oh, ist das alles für heute Abend? Alles für Sie und Ihre Gäste, Sir. Ich heiße Tony, Sir. Darf ich Ihnen eine Kleinigkeit anbieten, Sir? No, ich weiß nicht recht. Ich habe gleich eine wichtige Besprechung. Da kann eine kleine Stärkung nie schaden, Sir, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sir. Ja, dann bitte einen kleinen Whisky, aber auf Ihre Verantwortung, Tony. Aber wirklich nur einen, Mr. Dodd, wenn ich bitten darf. Auf Ihr Wohl, Sir. Etwas so, oder, Sir? Ja, kleinen Spritzer. Laien und Amateure. Haben Sie Angst, Sir, dass er... Entschuldigen Sie, Sir, wenn Sie sagten, dass Sie mit einem Mr. Howard verabredet sind. Da ist ein Telegramm für ihn. Darf ich Sie bitten? Selbstverständlich. Danke, Sir. Seit wann bedienen Sie denn hier? Seit einer halben Stunde. Was fällt Ihnen ein? Ich habe angeordnet, dass Albert heute Abend hier Dienst macht. Oh. Nun, Albert und ich, wir dachten... Albert war nicht gut und da dachten wir... So dachten Sie. Ich denke, mein Freund, dass Ihre Tätigkeit in diesem Hause... Ein Moment. Ist etwas nicht in Ordnung? Oh, eine Lappalie, Sir. Zwei Kellner haben auf eigene Faust und gegen meine Anweisung einen privaten Schichtwechsel... Sie irren, ich habe vom Flugplatz aus anrufen lassen und gebeten, dass ich diesmal von Tony bedient werde. Haben Sie etwas dagegen? Oh, selbstverständlich nicht, Sir. Diese Kellnergeschichte gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Was denken Sie mir? Freut mich, dass Sie so zeitig kommen, Kollege. Ich darf Sie noch so nennen. Hallo? Ja, endlich. Meine Schule. Bitte bedienen Sie sich doch. Ja, hier spricht Direktor Dodd. Bitte, Mrs. Davis. Ja, bitte. Sie scheint sich auch das Fußballspiel anzusehen. Nein, das Spiel sehe ich mir nicht an. Nein, nein, die Jungs auch nicht. Nein, um die Jungens brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Die sind todmüde. Das war der ruhigste Schulgründungstag, an den ich mich erinnern kann. Nein, die Jungen schlafen schon längst. Ach, machen Sie sich keine unnützen Gedanken, mein lieber Mr. Dodd. Da passiert heute gar nichts mehr. Wie Sie richtig vorausgesagt haben, sind die vom Fußballspielen todmüde. Also bis morgen. Und wenn Sie mich dringend brauchen, dann rufen Sie mich unter Hyde Park 0044 an. Ja, Zimmer 100. Wenn diese Mrs. Davis mitten in die Verhandlung mit Howard hineinklingelt, dann gute Nacht. Keine Angst, Sir Gerald. In einer Dreiviertelstunde ist alles vorbei. Und die Jungen schlafen doch schon. Doch, da kennen Sie meinen Tommy schlecht. Sir Gerald, hören Sie. Na, Tony, wie hat man mich zurechtgemacht? Es geht doch nichts über unseren guten alten Secret Service. Jeder sagt, dass kein Mensch mehr Marmion und mich auseinanderhalten kann. Na, hoffentlich kann's Howard auch nicht. Prost, Tony. Mr., wie war Ihr Name? Dodd, Lancelot Dodd. Schuldirektor. Und wo ist Mr. Marmion? Auf Meeresgrund. Bei den süßen kleinen Haien, wo denn sonst? Ja, wo denn sonst? Ja, jetzt hängt alles ganz allein von uns beiden ab. Mr.? Sie können ruhig weiter Tony zu mir sagen. Ich heiße Lancelot. Bin sehr glücklich, dass man Sie gleich hergeschickt hat. Man hat mich. Und jetzt wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen, was? Ein kleiner Trick. Ich wollte nur ganz sicher gehen, Lancy, dass Sie auch wirklich der sind, zu dem er mich geschickt hat. Verstehe. Sir Gerald vom Geheimdienst des Verteidigungsministeriums hat Sie mir als Schutzengel geschickt. Stimmt's, Tony? Stimmt. Und warum? Hat man mich geschickt. Na, hier stellen Sie aber ziemlich dumm an. Sie sollen mir beistehen, wenn's mit Howard mulmig wird. Verdammte Situation! Ich habe immer gewarnt, Laien und Amateure. Ruhe! Warum schickt man gerade Sie, Lancy? Einen Schuldirektor aus der Provinz? Nein, Tony, jetzt prüfe ich. Sie beantworten sich bitte jetzt die Frage selbst. Weil Marmion tot ist? Und Sie sein Doppelgänger sind? Bravo. Ich muss schon sagen, der Geheimdienst hat Mut. Der Geheimdienst? Ich? Prost, Kollege! Das ist das Ende. Wir müssen eingreifen. Schluss mit dem Unsinn! Perdi. Fahren Sie ins Excelsior, holen Sie den Kerl. Schicken Sie mich zu Gerald. Aber da gehört auch ein Mann hin. Eben. Vielleicht gar nicht so schlecht.
geben Sie sich als Marmion Sekretärin aus. Mhm. Gegen so viele Männer setzt man am besten weibliche Waffen ein. Eben. In einer Viertelstunde kommt Howard. Kann ich jetzt gehen? Aber auf eigenes Risiko. Ich kann für nichts mehr garantieren. Also, Lancy, einmal klingeln bedeutet, Sie wollen einen Drink. Zweimal, Sie wollen einen Rat. Dreimal, Sie brauchen mich als Schutzengel. Ja, einmal Drink, zweimal Rat, dreimal Schutzengel. Und wenn Sie das Geschäft mit Howard abgeschlossen haben, dann klingeln Sie zweimal kurz, zweimal lang. Düdüdadad. Verstanden? Düdüdadad. Alles andere übernehme ich. Ja, das ist mir auch lieber. Toni, ich fühle mich jetzt sehr erleichtert. Fein. Aber dann wollen wir doch jetzt mal das Telegramm aufmachen. Na, nun schämen Sie sich. Denken Sie an das Briefgeheimnis. Aber doch nicht beim Geheimdienst. Nur ein bisschen außerhalb der Legalität werden wir uns doch noch bewegen dürfen. Kommt nicht in Frage. Der Howard kommt aber sehr, sehr früh. Mr. Howard hier? Mr. Howard? Nein. Aber er muss hier sein. Er ist um 10 hier verabredet. Da muss er jeden Augenblick da sein. Ja, aber ich sage doch, er ist nicht hier. Allein das Spiel wollte ich mir ansehen. Bringen Sie mir einen Drink rüber. Einen Brandy. Ich hab... Hi, Mr. Howard, da ist er ja. Guten Abend, Mr. Howard. Fußballfan, was? Glenville. Von Glenville Worthausen, Glenville. Pardon, dass ich hier so hereinplatze. Wie steht's denn? Ich warte auch auf Mr. Howard. Ah. Es wäre sehr liebenswürdig, wenn Sie mich in Ruhe das Spiel ansehen lassen würden. Ja, aber ich habe eine ganz kleine Bestellung für Mr. Howard. Schreiben Sie doch auf. Danke. Oder sagen Sie es dem Kellner. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Glenville. Von Glenville Worthausen, Glenville. Können Sie mal ein Aktiengeschäft haben? Wir vertreten seit einigen Monaten einen verrückten Amerikaner, Mr. Marmion. Englands Abwehr ist jetzt in Deckungsschwierigkeiten. Marmion? Ja, Marmion, ganz toller Bursche. Saß mit dem Jets zwischen New York und London hin und her wie unser einer mit der U-Bahn zwischen zu Hause und der Börse. Hey, Italien hat gerade ein Tor geschossen. Sie kennen Marmion persönlich? Ja, persönlich vom Telefon. Da gibt seine Aufträge, ruft fast jeden Tag an. Riesenumsätze. Kontaktarm, der Mann. Na. Ich glaube, jetzt ist der Augenblick gekommen, dass Sie ihn kennenlernen sollten. Sehr liebenswürdig, aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Stellen Sie den Ton mal wieder an. Gedulden? Mr. Marmion wird sich verspäten. Verspäten? Sie sollten darüber keine Witze machen. Wer macht denn hier Witze? Ich habe mittags mit ihm telefoniert, kurz vor Börsenschluss. Mit ihm? Mit seinem Büro? Mit dem alten Ekel. Persönlich, er kann erst gegen 11 Uhr hier sein. Er hat die Frühmaschine in New York verschlafen. Verschlafen? Verschlafen? Aber warum erzähle ich Ihnen das alles, Mr. Dort. Lancelot Dodd. Nie gehört. Na trotzdem. Prost. Prost. Howard CO Eldorado Apartment Excelsior London. Morgenmaschine verpasst. Stopp. Fliege via Montreal, Amsterdam. Stopp. Wir haben ja Verspätung. 5 Minuten, Sir. Eintreffe 23 Uhr. Unbedingt warten. Unser Geheimdienst soll sich begraben lassen. Und das müssen wir uns von einem Schullehrer sagen lassen. Warum haben unsere Leute diesen Marmion nicht bis zum Flugzeug beschattet? Man hat ihn die Taxispesen herabgesetzt, Sir. So, nun möchte ich Sie bitten, Mr. Glenville, sich das Fußballspiel woanders anzusehen. Mr. Howard wird die Nachricht erhalten. Sehr liebenswürdig. Wenn Sie mal Ihr Glück an der Börse versuchen wollen... Glenville, von Glenville Worthausen, Glenville. Wie war noch der Name? Dodd, Lancelot Dodd, Direktor des Landschulheims, Courtney Lovell. Pauker. Wusste gar nicht, dass unsere Lehrer so gut bezahlt werden. Die Attacke im Strafraum. Gibt das 11 Meter? Ich möchte Mr. Marmion sprechen. Tut mir leid, Miss. Mr. Marmion wünscht nicht, gestört zu werden. Oh, ich wollte ihn ja auch nicht stören. Aha. Er hat mich angerufen und hat mich herbestellt. Ja, oh, nein, 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 natürlich, sofort. 21.52 Uhr. Howard kann jede Sekunde kommen. Marmion kann auch nicht mehr weit sein. Das ist eine Schweinerei von Sir Gerald. Das ist kein Gentleman. Aber nur nicht die Nerven verlieren, Lancy. Das ist er. Wer? Noch Howard. Verzeihung, Mr. Marmion. Diese Dame sagt, sie hätten Sie angerufen. Guten Abend, Sir. Ich habe mich leider etwas verspätet bei dem vielen Verkehr. War das vorhin der Zimmerkellner? Ja. Sie noch einen Wunsch, Madame?
Wodka, bitte. Entschuldigung. Das ist Toni und das ist Miss... Hardcastle, Mr. Marmions Sekretärin. Meinen Wodka, Toni? Ja, den müsste ich aber erst holen. Ja, bitte. Empört. A, behandeln Sie meinen Schutzengel, als ob ein gewöhnlicher Zimmerkellner wäre. Und B ist Ihr Toni weder Ihr Schutzengel noch ein gewöhnlicher Zimmerkellner, sondern ein ganz außergewöhnlicher Gangster. Wollen Sie damit andeuten, dass er nicht von Sir Gerald... Andeuten. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie unseren ganzen Plan durch Toni an eine Bande verraten haben, die an Mr. Marmions Material mindestens so interessiert ist wie wir. Jetzt hören Sie auf zu trinken. Och, ich höre überhaupt auf. Ich gehe nach Hause. Ja, ich werde auch sagen, warum ich gehe. Marmion ist gar nicht tot. Er verpasst nur das Flugzeug. Er wird in Kürze hier sein. Was? Ja, hier. Och. Der Geheimdienst soll sich wirklich begraben lassen. Nein, nein. Bitte, Mr. Dodd. Nein, ich ziehe mit mein Wort zurück. Ich tue das nur sehr ungern. Aber da alle Voraussetzungen nicht mehr stimmen, muss ich ja auch nicht mehr mein Wort halten, nicht? Aber Sie können mich doch jetzt nicht allein lassen. Howard ist gleich da. Und Mr. Marmion kann auch kommen. Bitte, Mr. Dodd. Lieber Mr. Dodd. Gehen Sie doch auch nach Hause. Ist überhaupt eine Schande, dass die eine Frau in solche Gefahr bringen. Ich habe mich doch selbst gemeldet. Ich wollte Sie nicht allein lassen. Was? Ja, ich wollte Sie nicht allein lassen. Kann ich Sie ja auch nicht im Stich lassen. Was ist denn jetzt mit Toni? Mit Toni? Ja. Gar nichts. Gar nichts? Nein. Sie tun so, als hielten Sie ihn nach wie vor für Ihren Schutzengel. Aha. Sauberer Schutzengel. Zurück bist. Komm ich. Und wieder Italiens Angriff. Aus dem Hinterhalt rückt auch Außenläufer Trapattoni mit nach vorne. Späht nach einem Vordermann aus, den er bedienen könnte. Bleibt im Ballbesitz. Wo ist die Dame? Im Bad. Alter, haben Sie sie erwacht? Man hat mir gesagt, Marmions Sekretärin würde sich melden. Wie hat sie sie denn angesprochen? Mr. Marmion natürlich. Und das klang ganz natürlich? Anordnen? Natürlich. Keinerlei Verdacht? Bestimmt nicht. Wenn sie Scherereien macht, klingeln sie. Zweimal. Dreimal. Ah, Schutzengel. Reeves treibt den Ball nach vorne. Smith. Aber er scheitert immer wieder am Maldini. 10 Uhr. Ungeheuer pünktlich, der Mann. Guten Abend, Mr. Howard. Ich bin nicht Mr. Howard, ich bin Buddy. Der Gorilla. Brauchen wir den da? Nur wenn Sie was zu trinken wünschen. Nein, danke. Los, verschwinde. Dann wieder die Italiener. Außenläufer. Diese beiden Außenläufer sind wirklich ganz gut gelassen. Wo ist der Mr. Howard? Im Haus, Mr. Marmion. Er kommt, wenn er weiß, dass alles hier okay ist. Oh, wie steht's denn? Gut. Dann darf ich mich ein bisschen hier umsehen? Ja, bitte, sind zwar meine Zimmer, nur sonst wäre uns ja nicht sehr interessant, wie... Von Anklopfen haben Sie wohl noch nie was gehört. Wer sind die Biene? Mr. Marmions Sekretärin. Und wer sind Sie? Ich bin Buddy, der Wach- und Hofhund von Mr. Howard. Aber dressiert hat man Sie offenbar noch nie. Oh, ich hab's gern, wenn Sie frech sind. Aber ich kann verdammt unangenehm werden, wenn man mir in die Quere kommt. Was ist das denn? Kleiner Geigerzähler. Na, hier stinkt's doch. Ach, Sie meinen die Mikrofone. Mr. Howard hat es anscheinend nicht gern, wenn man seine Gespräche aufzeichnet. Stimmt.
Haben Sie was dagegen, Mr. Marmion, wenn ich rasch die Mikrofone demontiere? Hm. Mr. Howard hat das nicht gern. Der hat es aber schon gar nicht gern, diese Geheimdienste. Also das dritte Mikrofon könnten Sie uns wenigstens lassen. Das finden Sie nie. Unterm Bett. Unterm Bett. Ich hatte nicht vor, mit Mr. Howard im Bett zu verhandeln. Das finde ich. Sir, jetzt müssen wir hin. Bitte? Aber ich sage Ihnen gleich, es ist nie gut, wenn sich der Geheimdienst in Gefahr begibt. Erledigt. Also wissen Sie, Mr. Marmion, unterm Bett, so sehen Sie gar nicht aus. Dann können Sie jetzt wohl Ihren Chef holen. Darf ich bitten, Sir? Mr. Marmion, auf diesen Augenblick haben wir beide lange gewartet. Kann man wohl sagen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Sie es wirklich sind. Doch keiner hat die Katastrophe überlebt, nur Sie. Meinen allerherzlichsten Glückwunsch. Woher wissen Sie denn? Na, uns einer braucht nicht erst auf die Zeitungen zu warten. Sie sind ein Glückskind. Wie haben Sie das gemacht? Verschlafen. Einfach verschlafen. Mit welcher Maschine sind Sie denn gekommen? Mit der um 9. Ja. Meine Sekretärin, Miss Hartkassler. Guten Abend. Sind Sie zusammengeflogen? Ich habe meinen Chef nur vom Flugplatz abgeholt. Ja, holt mich immer. Etwas zu trinken, Sir? Wasser, bitte. Erst die Arbeit. Ja, ja. Mir einen Doppelten. Ohne. Das ist mein Assistent. Ja, wir kennen uns bereits. Er hat die Zimmer abgestaubt. Das wäre es. Und jetzt hau ab. Ja. Da ist es wieder. Also nicht jetzt, Paddy, fehl dich an. Na schön, ich sag's ja bloß. Was hat er denn? Kann ich etwas für ihn tun? Er hat so einen Tick mit Vorahnungen. Ich hab's mit Gesichtern. Immer wenn ich so ein Gesicht sehe. Ja, und? So ein Gesicht mit dem, was nicht stimmt. Hier? Ja, hier. Aber ihr sind doch nur wir. Mr. Marmion, seine Sekretärin, du und ich. Los, setz dich. Du wirst schon drauf kommen. Wollen wir jetzt zum Geschäftlichen? Komm. Wollen Sie uns bitte allein lassen? Ich bleibe. So? Wissen Sie, Miss Hardcastle passt auf mich auf. Aber ohne Gewehr. Aber unser Geschäft ist doch sehr vertraulich. Und Ihr Wachhund, da? Der passt auf mich auf. Hm. Jedenfalls, wenn der bleibt, bleibt meine Sekretärin auch. Ist das klar? Bitte? Ist gut, setzen Sie sich bitte. Und sagen Sie doch Ihrem Hofhund, der soll das Ding da wegstecken, ja? Vertraulich. Warte. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ihnen ist klar, dass wir in Gefahr sind? Vollkommen. Ich vermute, dass Zeit und Ort unserer Zusammenkunft verraten sind. Aha. A von wem? B an wen? Bitte? Von meinem Rivalen Mr. Miller an die Polizei. Mhm. Unangenehm, nicht? Auch keine Sorge, wenn die Polizei etwas wüsste, wäre sie längst hier. Ist 10 nach 10. Die Polizei ist gelegentlich unpünktlich. Keine Angst, die Polizei kommt nicht, weil sie der Meinung ist, dass Mr. Marmion in der abgestürzten Maschine war. Sehr richtig. Ich bin tot. Ihre Gesundheit, Mr. Howard. Aber wissen Sie, Mr. Marmion? Unser Treffen macht dir besonderes Vergnügen. Sie sind so ganz anders, als man sie mir beschrieben hat. So? Wie bin ich denn? Alles in Ordnung, Sir? Ja, danke, Toni. Kellner. Ja, bitte. Nein, danke. Bitte, Sir. Alles klar, Boss. Wer ist das? Der Kellner. Der Kellner hat einen Bruder, der ist Barmixer in Soho. Und der Barmixer ist ein Freund vom China Miller. Bis nachher. Wohin geht er? Der Herr wird es nicht mehr stören. Moment, Moment! Sie enttäuschen mich. Angenommen, Sie schlagen ihn nieder, was haben Sie denn davon? Nichts. Dann klingelt ein Gast, Toni kommt nicht,
Alles sucht, man findet ihn und wir haben den schönsten Skandal. Und was wird dann aus unserem Geschäft? Da ist was Wahres dran, Boss. Was soll ich tun? Nichts. Der China Miller hat es im Zweifelsfalle gar nicht auf Sie abgesehen, sondern auf das, was Sie mir verkaufen. Sie sind aber schon weg. Wenn jemand in Gefahr ist, bin ich es. Ja, das stimmt. Er hat was hier, den könnten wir brauchen. Verzeihung. Jetzt geht er ja doch weg. Oh, er holt nur das Material. Howard ist da. Das geht ja wie geschmiert. In einer Viertelstunde bin ich da. Okay. Wie steht das Länderspiel? 1-1. Welche Garantien haben wir... Welche Garantie haben wir, dass das Material echt ist? Aber, Miss Hardcastle. Woher sollen wir wissen, dass es keine Fälschung ist? Ich habe das Original fotografieren lassen. Von wem? Von einem Blinden. Ich muss es wissen. Stehen Sie unter Aufsicht, diese Damen? Ja, Gott sei Dank. Ohne Sie wäre ich verloren. Ich war beim Geheimdienst und in der Abteilung habe ich gearbeitet. Nennen Sie den Lieferanten und die Sache ist in Ordnung. Ja, Lieferanten. Charles Cooper. Sie kennen ihn? Oh ja, hätte ich Cooper gar nicht zugetraut. Mhm. Mr. Marmion, Sie können kaufen. Ja. Vielleicht möchten Sie einen Blick darauf werfen. Cooper ist ein glänzender Fotograf. Fabelhaft, man erkennt alle 25. Sind doch 25, ne? Details interessieren mich nicht. Noch eine Frage. Bitte. Wer garantiert Mr. Marmion, dass es keine zweite Kopie davon gibt? Ja. Ich habe das negativ selbst verbrannt. Ja, man verkauft aber heutzutage sehr gern nach zwei Seiten. Da wollen Sie sagen, ich will Sie betrügen? Mr. Marmion, Sie sollten wissen, Leute wie wir betrügen doch nicht. Das soll schon vorgekommen sein. Ja. Dann schlage ich vor, wir brechen die Verhandlung ab. Gestatten? Miss Hardcastle, lassen wir es genug sein. Ich denke, Mr. Howard wird vermutlich weiter mit mir arbeiten wollen. Das ist dann Sicherheit genug. Genau so ist es. Was soll das Foto kosten? 100.000. Oh, das ist eine Menge Geld. Nicht für Sie. Da haben Sie auch wieder recht. Wer kann das sein? Erwarten Sie jemanden? Hier, Marmion. Ist Mr. Howard da? Jawohl, Mr. Marmion, Mr. Howard ist da. Aber Sie... Sie sind doch auch schon hier. Dann will ich mal sehen, wie das Fußballspiel steht. Sitzen Sie alles auf den Ohren, ich heiße Glenville. Vom Glenville Waterhouse und Glenville. Mr. Howard? Ich bin in einer Konferenz. Merken Sie nicht, dass Sie stören? Ich halte Sie nicht länger als eine Minute auf. Ich war ja schon mal hier. Was hier? Da wollte ich Sie schon sprechen. In welcher Angelegenheit? Sehen Sie, wie gut, dass ich hier bin. Nichts hat Ihnen Mr. Dodd ausgerichtet. Dabei sah dieser Mr. Dodd sehr solide aus. Wer ist Mr. Dodd? Nun, das ist ein Herr, der auch auf Sie wartete. Genaueres kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sahen uns zusammen das Fußballspiel an. Was? Kennen Sie einen Mr. Dodd? Wann soll das gewesen sein? Vor einer halben Stunde vielleicht. Und dieser Dodd wollte mich sprechen? Sagte er. Er war besonders reizend. Er bot mir gleich was zu trinken an. Hier? Es ist doch gar nicht sein Apartment. Stimmt. Der Herr, der das Apartment bestellt hat, kommt erst später. Wer kommt später? Mr. Marmion, das sollte ich Ihnen ja ausrichten. Ich gehe durchs Schlafzimmer raus und rufe unsere Leute an. Ja, tun Sie das. Miss Parker. Statt eines überhasteten, ja? Kommen Sie bald wieder. Bitte. Ist in solcher Situation ein entschlossener und kaltblütiger Alleingang die wesentlich bessere Lösung. Kann man hier mal telefonieren? Aber Sie haben drüben noch zwei Telefone. Och, man hat ja auch was Privates. Was der Chef nicht zu hören braucht. Ah, ich verstehe. Kleine Verabredung. Na, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Sagen Sie, eine Dame, die telefoniert, ist die nun auch ein Callgirl? Sehe ich so aus? Also, dass Milliardäre keinen Humor haben, das habe ich ja gewusst. Aber dass auch gleich die Sekretärin humorlos sein. Kann ich jetzt telefonieren? Bitte. Aber erst mache ich Ihnen noch Ihren Wodka. Hm? Ja, wird ja auch Zeit. Als Versöhnungstrunk. Na, wo ist das Telefon? Darf ich bitten? Guten Abend, wer ist der Herr? Glenville, vom Maklerbüro Glenville, Waterhouse und Glenville. Interessant.
Und mit wem habe ich das Vergnügen? Mr. Ivor Marmion. Aber Sie können ja noch gar nicht hier sein. Was Sie nicht sagen, ich habe das Gefühl, ich bin hier. Unmöglich. Ich habe um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit Ihnen in New York telefoniert. Wie interessant, um diese Zeit flogen wir gerade Amsterdam an. Bitte nehmen Sie Platz. Sie sagten Glenville? Glenville, von Glenville Waterhouse und Glenville. Wir haben die Ehre, Sie seit 6 Monaten an der Börse zu... Ich weiß. Und was haben Sie mir telefonisch mitgeteilt? Ich? Nichts. Und deshalb rufen Sie mich in New York an? Sie haben mich angerufen. Ach, ich habe Sie angerufen. Na ja, das muss man ja nur wissen. Und was habe ich Ihnen gesagt, mein lieber Mr. Glenville? Dass Sie Ihr Flugzeug verpasst hätten. Und ich sagte Ihnen bestimmt auch, warum, mein lieber Freund. Na? Weil Ihnen schlecht im Magen war und weil Ihnen überhaupt nicht gut war. Mr. Glenville, überlegen Sie in aller Ruhe. Niemand tut Ihnen hier etwas. Erinnern Sie sich genau, dass mir nicht gut war? Ich könnte mir denken, dass Ihnen nicht gut war, Sie Ärmster. Nein, Ihnen ist nicht gut. Ich weiß das ganz genau. Sie machen es mir nicht leicht. Mr. Glenville, Ihre Firma hat bisher zu meiner Zufriedenheit gearbeitet. Aber Mr. Glenville, wenn der Mann, der mich in London vertritt, hier in mein Appartement stürzt, um mir zu sagen, dass ich nicht hier bin. Und was ist mit Mr. Dodd? Kennen Sie einen Mr. Dodd? Dodd? Den Namen noch nie gehört. Mr. Glenville behauptet, einen Mr. Dodd vor circa einer halben Stunde hier getroffen zu haben. Er bot ihm einen Whisky an. Tatsächlich, in meinem Appartement? Wie sah er aus? Er war ungefähr von Ihrer Statur, vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, auch fast dieselbe Haarfarbe. Er war Ihnen vielleicht ein bisschen ähnlich, glaube ich. Ich konnte es nicht so genau sehen. Nebenan war es ziemlich dunkel. Und er nannte sich Dodd? Er wollte mich sprechen. Ich dachte mich? Nein, mich. Woher wusste er, dass ich mit Ihnen verabredet war? Der Mann kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Wo steckt er? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Ich danke Ihnen, Mr. Glenville. A, telefonieren Sie mit jemandem in New York, der gar nicht in New York ist. B, lassen Sie sich in diesem Appartement Drinks von einem Menschen anbieten, der gar nicht hier ist. C, scheinen Sie einen arbeitsreichen Tag hinter sich zu haben. Das kann passieren. Ich halte es für das Beste, wenn Sie sich jetzt zur Ruhe begeben. Aber ich rate Ihnen, sehen Sie vorher genau nach, ob das Bett auch da ist, in das Sie sich legen. Nun gehen Sie aber schnell, Mr. Glenville von Glenville, Waterhouse und Glenville. Augenblick. Mr. Glenville geht noch nicht. Ich will Ihnen sagen, wer er wirklich ist. Sie haben keinen Anruf aus New York erhalten. Und Sie waren doch noch gar nicht in diesem Zimmer. Sie sind hierher gekommen in der Annahme, ich sei allein und wollten mich verhaften. Stattdessen treffen Sie mich mit Mr. Marmion, von dem Sie annehmen, dass er heute Morgen mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Und ich glaube Ihnen auch gar nicht, dass Sie Glenville heißen und Börsenmakler sind. Sie sind vom Abwehrdienst. Sie sind ein ganz kleiner Pinscher und auf meine Spur gesetzt hat Sie mein guter Freund, der China Miller. Ja, genau so ist es, Boss. Fabelhaft, Howard. Schade, dass das Miss Hardcastle nicht miterlebt. Kein Wort stimmt. Ich habe keine Ahnung. Eine unglückliche Verknüpfung von Missverständnissen. Glenville von Glenville, Waterhouse und Glenville. Ja, ja, ja. Bitte sagen Sie diesem Herrn endlich... Der Herr kann sehr unangenehm werden. Und dazu sagen Sie nichts? Wir sind alle bewaffnet. Wo bin ich denn da hingeraten? In einen Kreis von Gentlemen. Hände hoch, du fette Ratte. Aha. Vorsicht, Vorsicht. Meine Lieblingspfeife. Und jetzt, Mr. Glenville, sagen Sie mir selbst, was soll ich mit Ihnen machen? Lassen Sie mich gehen. Bitte. Tja, das ist nicht so einfach. Diese Unterredung mit Mr. Marmion muss geheim bleiben. Streng geheim. Kann er nicht drüben ausschlafen? Okay. Okay. Mr. Marmion. Mr. Marmion erwartet uns. Das hat vorhin auch schon ein Herr gesagt und es stimmte nicht. Jetzt ist Schluss. So, Mr. Marmion, nur über meine Leiche. Wenn es dann sein muss, Sir. Gut, Betty. Aber ohne Aufsehen. Noch einen Doppelten, Sir. Prost. Ich
Sir? Zahlbar an wen? Machen Sie einen Barscheck, lassen Sie den Namen offen. Ich weiß noch nicht, wer das Geld abholt. Warum tragen Sie eine dunkle Brille? Man fällt doch so auf damit. 100.000 Pfund. Weil das Licht meinen Augen wehtut. Wo ist denn Miss Hardcastle? Miss Hardcastle bereitet meine nächste Konferenz vor. Ach nein, Geld gegen Ware. Danke. Und sofort macht sich Jimmy Greaves mit einer Steilvorlage auf und davon. Wartet man beim Gegner auf den Abseitspfiff. Hallo, Ihr Apartment, Marion. Nein, er ist nicht hier, aber ich will ihm gerne etwas ausrichten, falls er kommt. Aber Mr. Dodd muss da sein. Mr. Lancelot Dodd. Moment. Nachricht für Mr. Dodd. Aber ich sprach ihn doch vor einer Stunde. Und ich kann da anrufen, wenn ich in Not bin. Und jetzt bin ich in Not. Hören Sie es denn nicht? Eine Parade in Pyjamas auf den Gängen? Von wo sprechen Sie denn? Von einem Gefängnis? Nein, das ist doch hier kein Gefängnis. Das ist eine Schule. Eine angesehene Schule. Carton Elabel. Und Mr. Dodd ist unser Direktor. Und jetzt bringen mich die Jungs um. Und unerklärlicherweise ist Mr. Dodd heute am Schulgründungstag fortgegangen. Und er hat mich allein gelassen. Unverständlicherweise am Schulgründungstag fortgegangen. Sie sind Lancelot Dodd. Ziemlich lange gebraucht, bis Sie das gemerkt haben. Noch mal einen trinken. Wie kommen Sie eigentlich zu diesem Job? Ich glaube, es war die Königin. Nur über meine Leiche. Fertig. Sir. Es ist gegen den Ruf dieses Hauses, aber ich werde die Polizei alarmieren. Das werden Sie nicht tun. Auf keinen Fall die Polizei. Ich sage es zum letzten Mal, her mit dem Foto. Ich schwöre Ihnen, ich habe das Foto nicht mehr. Reden Sie nicht. Sie sind ein netter Mensch. Sie sind ein Laie und ein Amateur. Ich zähle bis drei. Ich habe es nicht mehr. Buddy! Buddy schläft. Bitte das Foto, Mr. Howard. Ich habe das Foto nicht. Er hat es. Ich zähle bis drei. Bitte, meine Herren, bitte nicht schießen. Vielleicht lässt sich die Sache noch im Guten regeln. Eins. Zwei. Na! Ein herrlicher Schuss. 2-1 für die Engländer, die sich jetzt in den Armen liegen. Denn es war ein Treffer, wie man ihn nur selten zu sehen bekommt. Ein mitreißender, ein umwerfender Treffer. Torwart Sarti allerdings scheint sich verletzt zu haben. Er hebt sich nur mühsam. Offenbar hat er doch etwas abbekommen. Es wäre schade, wenn Sarti nun in der entscheidenden Phase der Begegnung nicht mehr mitwirken könnte. Die Kamera zeigt Ihnen Italien Schlussmann, der sich nun doch wieder erholt hat, wenn er auch zunächst von den sich überstürzenden Ereignissen ziemlich mitgenommen aussah. Also, Sarti bleibt mit von der Partie. Es kann weitergehen. Die Italiener führen den Anstoß aus. Jetzt werden sie zum Endspurt ansetzen wollen, um den Ausgleich noch zu erzwingen. Nehmen Sie Platz. Ein ziemlich harter Zusammenprall im Mittelfeld. Sofort greift Schiedsrichter Horn aus Holland ein. Eine etwas bedauerliche Szene in einem Spiel, das bisher so fair verlaufen ist. Zwei Spieler liegen regungslos am Boden. Und es ist für mich im Augenblick sehr schwierig, ihre Rückennummer zu erkennen. Und es wird wohl nicht lange dauern, bis sich die Sanitäter ihrer annehmen. Leichen und Amateure.
Jetzt erfahren wir wieder nichts. Ja, wo ist denn die Parker? Sagen Sie, hätten Sie diesen Dodd für so rabiat gehalten? Wo ist Mr. Dodd? Wer ist Mr. Dodd? Ich frage Sie, wo ist Mr. Dodd? Das ist ja unerhört. Sie haben ja einen Schnurrbart. Seit kurzem. Hat 6 Wochen gedauert, bis es soweit war. Dieser Geheimdienst hat wirklich keine Ahnung. Heute Abend abrasiert, weil Sie keinen Schnurrbart haben. Ehe ich mir das Ding da wachsen ließ, habe ich mir ein Modell machen lassen. Gehe nicht gern ein Risiko ein, wenn ich Ihnen damit helfen kann. Etwas andrücken, dann sitzt er. Vielen Dank, Mr. Marmion. Ich bewundere Sie. Drehen Sie mal den Kopf rum. Echt? Auch rasiert. Fabelhaft. Sind wirklich der geborene Doppelgänger. Ist mir sehr unangenehm, die Glatze. Mir auch. Habe Geld, kann alles kaufen, aber Haare für kein Geld der Welt. Ich gebe Ihnen meine Haare, Sie geben mir Ihr Geld. Wie wär's? Ich könnte mir denken, dass Sie bald kein Geld mehr brauchen werden. Nein, Sir. Sie sind verhaftet. Sie gehören zu Miller. Hände hoch, Gentlemen, wenn ich bitten darf. Mahlzeit. Werfen Sie doch die Pistole fort. Fabelhaft. Ja. Wurden doch hergeschickt, um Howard das Foto abzukaufen. Haben Sie es bei sich? Würfeln wir um das Foto. Leider die Spielregeln nicht. Sie wollen uns also nicht sagen, wo Mrs. Parker und Mr. Dodd sind? Das tut mir leid, Sir. Bitte? Wie Sie wollen. Wir haben Zeit. Fein, Sir. Viel Zeit. Oh, das freut mich für Sie, Sir. Und wenn Sie Hunger haben, kann ich Ihnen jederzeit etwas zu essen servieren. Oh. Danke. Wir sind bedient. Entschuldigung. Ich, ja, aber ihr vergessen. Scheiße! Eine Minute Zeit. Wo ist das Foto? Man wird mich suchen. Ruhig suchen lassen. Das Hotel gehört mir.
Und dieses gemütliche Zimmerchen kennt niemand außer Bland. Der gehört auch zu mir. Sie sind ein großer Mann, Mr. Marmion. Und Sie tragen meinen alten Hausmantel. Ja, da sind leider zwei Löcher drin. Da haben wir Ihre Geschäftsfreunde durchgeschossen. Entschuldigen Sie vielmals. Die beiden sind tot? Vollkommen. Berufsrisiko. Ja, ist aber schrecklich. Zwei Leichen. Auf die dritte können Sie warten. Sie sind verhaftet, Mr. Marmion. Endlich! Hallo! Ja, bitte, wenn Sie meinen. Setzen Sie sich da hin. Zu dumm, Mr. Marmion, dass Sie zu spät gekommen sind. Ich hätte heute das Geschäft meines Lebens machen können. Bitte tragen Sie mir es nicht nach. Entschuldigen Sie, Mr. Marmion, dass Sie gestört wurden. Übrigens, der Schnurrbart steht Ihnen ausgezeichnet, wenn ich das noch sagen darf. Danke vielmals. Nehmen Sie Platz. Zu gütig. Wollen Sie bitte jetzt die Unterhaltung einstellen? Sie sind um 9 Uhr von New York weggeflogen, Mr. Marmion. Wäre ich um 7 abgeflogen, wäre ich nicht hier. Sie wissen. Was ich weiß oder nicht weiß, geht Sie nichts an. Machen Sie sich nichts draus, Mr. Marmion. Diese Leute, die müssen so sein. Wer sind Sie? Glanville von Glanville Waterhouse und Glanville. Ganz mieser Laden, dieses Hotel. Ja, ja. Nur nicht aufregen, mein Junge. Sie wollten hier um 10 Uhr Mr. Howard treffen, nicht wahr? Ich traf ihn ja auch. Wieso? Das verstehe ich nicht. Was Sie verstehen oder nicht verstehen, wer kann das wissen? A, waren Sie nicht dabei und B, stehe ich über der Situation. Ich verbitte mir diesen Ton. Ihr Geld hilft Ihnen jetzt auch nichts mehr. Och, ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nie was aus Geld gemacht. Wollen Sie mein Geld haben? Ja. Oh. Hände hoch. Gerard Blythe? Oh, übertreiben Sie nicht ein bisschen, Mrs. Davis. Wer hat Sie eingesperrt? Moment! Will ich aber doch wissen, was da los ist. Hat Ihr Tommy wieder was angestellt? Mrs. Davis, beruhigen Sie sich. Ja, holen Sie tief Luft und sagen Sie mir, wie die Schlacht steht. Um Gottes Willen. Mr. Dodd! Ja, entschuldigen Sie. Oh. Der braucht auch welche. Mr. Blend. Hände hoch! Hände hoch! Wirklich. Ein mieser Laden. Diese Schießerei macht mich langsam nervös. Nein, hier ist nichts passiert. Ja, ich verstehe jedes Wort. Und Sie haben alle Lehrer eingesperrt. Ja, alle. Und damit ist der Schulgründungstag zu Ende. Und morgen früh wollen Sie die Lehrer wieder herauslassen.
Ja, Tommy steht ja neben mir, hat es mir eben gemeldet. Geben Sie mir mal Tommy ein Apparat. Ja, ja. Hallo? Tommy, immer der Tommy. Den sperre ich noch ein, den Lümmel. Nein, Sie sperren nicht. Tommy, hier ist Dot. Und hör mal zu, mein Junge. Übermut ist gut und schön. Und ich habe immer viel Verständnis dafür gehabt, das wisst ihr. Besonders am Schulgründungstag. Aber alles hat seine Grenzen. Hast du mich verstanden, Tommy? Das ist doch keine Art, so mit euren Lehrern umzugehen. Hände hoch, Gentlemen. Harmlos hin, harmlos her. A, es schießen die harmlos. Und B, sage ich noch mal... Hier das Foto, ich zähle bis drei. Eins. Aber das ist doch keine Art für englische Jungen, so in der Gegend rumzuschießen. Zwei. Sie sind verhaftet, Mr. Dodd. Marmion. Nehmen Sie Platz, bitte. Was haben Sie eigentlich gegen Laien und Amateure? Ja, was haben Sie eigentlich dagegen? Hier ist die BBC mit den Frühnachrichten. London. Für außerordentliche Verdienste bei der Wahrung der Sicherheit unseres Landes verlieh Ihre Majestät die Königin Mr. Lancelot Dodd, dem Direktor des Landschulheims Courtney Lovell. Gelassen.